Jo Freunde, was geht? Wunderschönen guten Morgen. Wir haben einen bezaubernden Tag heute in Wien. Und diesen werden wir nutzen, um heute mal eine absolut kranke Foodtour durch die Heimatstadt zu machen. Wir haben hier natürlich auch eine Ladung an ziemlich stabiler Spots, wo es ziemlich stabiles Essen gibt. Und wir werden heute mal so eine Handvoll dran nehmen und euch zeigen. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich Her Story Feed, die auch am Start ist. Ey. Und klar, da wir ganz Wien nicht an einem Tag abarbeiten können, würde ich mal sagen, drückt dem Video einen dicken Daumen nach oben für Teil 2, 3, 4, weil hier können wir einfach unendlich Food-Videos machen. Wir können eigentlich auch so Burger-Tag Wien, Pizza-Tag Wien, Sushi-Tag Wien. Heute wird auf jeden Fall ein bisschen Freestyle, ich werde euch von allem so etwas zeigen. Und ja, macht euch bereit für mein Lieblingsessen hier in Wien. Der Bart wird auch immer wilder, Alter. Der nimmt aggressive Ausmaße an, hör auf, ihn zu kitzeln, mit dem zu streicheln. Hey. So, ich versuche euch noch mit aggressiver Werbung zu beglücken, Freunde. Meine heutige Empfehlung von More Nutrition, die Chunky Flavor, weil die einfach absolut krankes Zeug aus deinem Quark machen. Und mal ohne Spaß, Chunky Flavor ist echt meine fette Empfehlung. Das Zeug macht aus deinem Quark einfach Fruchtzwerge. Also, und die haben natürlich auch noch... Natürlich auch Protein und alles am Start. Und wie immer spart ihr mit meinem Code BOWLIFE 10% bei More Nutrition. So, und unser erstes Ziel ist ein Eisladen im zweiten Bezirk namens Veganista. Und wer jetzt gedacht, die haben veganes Eis. Und das ist so unser Date-Eis-Laden abends 10 Uhr raus und nochmal zwei Kugeln Eis zu holen, Laden. Und die haben echt coole Sorten, also immer ein neues Sortiment, immer verschiedene Sachen. Und on top, es ist natürlich noch vegan, was eigentlich ganz geil ist. Einmal Cookie ganz unten. Ah, in der Waffe. So, dann hätte ich gern Snickerdoodle und Zwetschge. Zwetschgen-Ding, das ist ganz böse, das sage ich euch gleich. Und drunter Cookie. Und Cookie ist eine Standardsorte. Und Zwetschgenröstle und Snickerdoodle. Zwetschgenröstle. Wie heißt sonst? Was ist denn Röstle? Sag, wie heißt das? Zwetschgenröstle. Röster. Ja. Alter, ich dachte Röstel. Ja, ihr sagt doch immer so Röstel, Sackerl, Hütten. Ja, Zwetschgenröster, kennst du das nicht? Wie auch immer, auf jeden Fall das. Und jetzt leck ich da mal richtig kräftig ab, no homo. Okay, das hört sich geil an. Boah, dieses Zwetschgen-Ding ist jetzt schon Feierabend. Mm. Und Cookie ist immer safe. Also wenn ihr hierher kommt und nicht wisst, was ihr nehmen sollt, Cookie ist immer eine stabile Sorte, die nehme ich fast jedes Mal. Und ja, wie gesagt, alles vegan und die Sorten schmecken krank für veganes Eis. Man kann es natürlich nicht mit richtigem Gelato vergleichen, aber es schmeckt übertrieben geil. Aber das Reste solltest du eigentlich probieren. Nur so mit der Zunge, ganz leicht. Das gibt es in Deutschland sicher eher, das heißt bei euch anders. Das ist. Und schaut mal, da sind auch gute Brocken drin hier. Boah, das sind richtig teigige. Das sind richtige Teigbrocken. Veganista gibt es, glaube ich, 5-6 Mal in Wien, komplett verteilt. So, und wir gehen jetzt weiter über den Donaukanal, direkt in die Innenstadt, in den ersten Bezirk. Und hier am Donaukanal ist auch immer extrem nice im Sommer. Ihr habt Lokale, ihr könnt was trinken, ihr könnt was essen. Alle sind draußen, sitzen dort am Wasser. So, und der nächste stabile Laden ist dann auch schon direkt hier im ersten Bezirk am Stephansplatz. Und es ist ein Restaurant, in dem wir schon zusammen waren in Paris und in Tel Aviv. Und der Name des Lokals ist Miss Non, ein israelisches Restaurant mit absolut kranken Pitas, Blumenkohl, Tahini, Hummus, alles was das israelische Herz begehrt. Hey, I do the cauliflower. And what's your favorite pita? Awesome. Then I do the lamb. Yeah. So, ihr habt dann hier auch diese Schälchen. Dort ist Chili, Tahina und Sour Cream. Auf jeden Fall einen kräftigen Klecks hier rein von Tahina. Damit sollte man nicht geizen. Ihr könnt hier gleich noch ein bisschen Chili dazugeben. Und Sour Cream ist auch Arsch. Setzen wir uns raus. Und? Ja. Werft einen Blick auf was wir haben. Freunde, wenn ihr hierher kommt, egal wo, ihr müsst den Blumenkohl nehmen. Das Geilste auf jeden Fall. Blumenkohl. Kaffeeol. Blumenkohl. Wir sind hier in Österreich. Gar keinen Fall. Und den Blumenkohl isst man folgendermaßen. Kaffeeol. Gebt ein bisschen Salz drauf. Brecht euch da so eine Blume raus. Und dann dippt ihr das da ein. Und wir werden uns heute das Limit auf diese Schale Tahini setzen. Normalerweise musst du 10. Das ist so gefährlich. Du gehst immer wieder rein, holst mehr Tahini. Und normalerweise steht da auch Brot. Weil die oberste Spitze, die die hier von der Pita abschneiden, die liegt dann meistens in einem Korb mit ganz vielen anderen oberen Spitzen. Und dann schaut euch diese Blume an. Das Tahini läuft so innen rein in die Schlitze. Salz ist drauf. Schön angebraten mit Olivenöl. Beste Kombination. Boah. Das ist so gut. Und der Kaffeeol ist einfach in...
Öl getränkt. In Wien ist echt der beste Cafeteria bis jetzt. Ja? Ich dachte mir damals, dass es schon der Geist ist und dass ich ein bisschen enttäuscht war in Paris. Und der ist hier einfach am stabilsten. Mhm. Bisher zumindest. Mhm. Ja, schaut mal rein in den Blumenkohl. So krank geil mit Öl. Ich schwör's dir, das schmeckt hier am saftigsten. Ja, das schmeckt richtig gut heute. Hier haben wir den Lammkebab, Lamm gehackt. Bällchen, da haben wir Essiggurken, Tomate, nochmal Chopped Tomatoes. Oh, ich stopfe hier nochmal richtig rein. Auch da hinten ist auch drin, oder? Mhm, ist auch drin, aber es reicht meistens nicht. Deswegen die Sour Cream mit dem Brokkoli und Tahini mit Blumenkohl. So musst du das machen. Das sieht lustig aus. Wie so ein, was auch immer. Wie ein Hase, hä? Really, nigga? Ein Hase mit ganz viel Pita, mit ganz viel Lamm in seinem Mund. Okay. Ach, geil. Boah, das sind Wolken, Freunde. Boah. Ich muss auch antatschen. Das ist so geil. Gleich nochmal. Noch richtig geiler Spot hier direkt in der Innenstadt. Im Sommer macht es mega Spaß, hierher zu kommen. Film auf das da. Mhm. Und schaut euch das an. Wie saftig das ist. Mann, das ist Saft. Ich habe schon das halbe Ding gegessen. Und immer wieder müsst ihr hier nachstreichen, damit ihr immer das perfekte Verhältnis aus Soße und dem Rest habt. Und auch vor allem Tahini nachstreichen. Das braucht ihr. Und von Tahini kann man nicht zu viel haben. Was ist? So läuft das, wenn man da mit Einsatz dabei ist, Freunde. Und jetzt noch ein letzter Biss hier rein. So, und was wäre ein Lukas isst alles in Wien ohne ein Wiener Schnitzel, Freunde? Und dafür gehen wir jetzt wieder ein bisschen außerhalb an den Ring. Und der Ring umringt praktisch den ersten Bezirk, die Innenstadt. Und dort ist das Grand Ferdinand Hotel, wo es einer meiner Lieblings-Wiener Schnitzel gibt. Ich meine, ich habe noch nicht viele probiert, aber das ist auf jeden Fall krank. Und das Restaurant heißt... Genau so. Das Restaurant heißt Meisel und Schaden. Und dort werden wir jetzt ein traditionales Wiener Schnitzel essen. Masse, ich liebe auch diesen Platz hier, so geiles Licht. Really love Schnitzel today. Schnitzel love. Wahnsinn. Und da könnt ihr sehen, wie die paniert werden. Und rein in den Topf. Da sind wir, Freunde. Schaut euch mal das schöne Teil an. Wie sich auch die Panierung hebt. Wahnsinn. Einfach ein Wiener Schnitzel. Und ihr wisst, Freunde, Wiener Schnitzel ist immer Kalbsfleisch und wenn es heißt Schnitzel Wiener Art, dann ist es Schweinefleisch. Und hier kann man wählen, wie das Fleisch des Schnitzel rausgebraten wird. Entweder Butterschmalz, Schweineschmalz oder Pflanzenöl. Ich habe mich für Butterschmalz, also die klassische und auch die empfohlene Variante, entschieden. Ja, dazu haben wir Kartoffelsalat. Den werde ich natürlich auf die schwäbische Probe stellen, ob das auch kann. Und Preiselbeermarmelade, auch ganz klassisch. Und dann haben wir hier noch so eine eingezwirbelte Sardelle obendrauf. Ich meine, die muss jetzt nicht unbedingt sein, aber die nehmen wir trotzdem mit. So habe ich mir einen Wein bestellt, Muscatella, ist so einer meiner Lieblingsweine hier in Österreich oder seit ich hier in Österreich bin. Der wird auch so ungefähr jedem schmecken. Übertrieben fancy eigentlich hier, aber Wiener Schnitzel muss einfach rein. Und deswegen zünden wir da mal direkt ein Stück runter. Nehmen gleich mal das da. Sieht aus wie ein Mini-Fuchsschwanz. Nice. Oder eine Nacktschnecke. Fisch. Dann squeeze ich die Zitrone ein bisschen drüber. Schaut euch das schöne Stück an. Und es ist auch sehr wichtig, dass sich die Panierung so hebt, Freunde. Und schaut hier rein, das ist ganz dünnes, zartes Kalbsfleisch. Vorhin wir hier Preiselbeermarmelade drauf und Preiselbeermarmelade so leicht bitter. Boah. Das ist krank. Diese Panierung. Ist so geil fettig. Boah. Jetzt probieren wir den Kartoffelsalat. Das ist natürlich das Wichtigste, ob der was kann. Scheiße. Dann nochmal einen letzten Blick auf das da. So geil. Wiener Schnitzel. Ich muss es aber probieren, oder? Geht. Ja, perfekter Zwischensnack. Sieht so gewaltig aus, aber ihr seht die Scheibe Fleisch, die da drin ist. Ist echt super dünn und zart. Das ist ein 5 Minuten inhaliertes Ding. Da muss man sich Zeit lassen und genießen. Das hier Preiselbeermarmelade und dann diese geilen kleinen Pfeffer. Bröckchen da und diese geile fettige Panade und das dann in den Mund nimmst und nie da oben deinen Gaumen trifft und du so auf diese Wolke kommst, das ist der geilste Moment. Das Mundfeeling ist einfach so geil bei dem Teil.
So, und direkt gegenüber von dem Hotel ist ein anderes Hotel, wo das heutige Highlight für mich sein wird, nämlich mein Lieblings-Cheesecake hier in Wien. Da vorne ist das Ritz und dort gibt es den krankesten Cheesecake hier in Wien mit einem brutalen Boden, mit einer brutalen Masse, und es wird dazu das einfach geiles Dessert, Freunde. Freunde, ich versuche mich hier ein bisschen diskret zu halten. Wir sind im Hotel und das Ding steht schon am Tisch. Hauen wir direkt rein. Der beste Cheesecake in Wien. Schaut mal hier diesen schönen Teig. Rand. Geile Soße oben drüber. Wahnsinn, hä? Wahnsinn. Ja, der ist richtig cool. Weil das Geile an einem Cheesecake ist, wenn er schön geile cremige Masse hat, aber eben trotzdem leicht schmeckt und nicht übertrieben schwer. Und genau das erfüllt dieser Cheesecake. Das ist das Geilste, was ihr überhaupt holen könnt. Gebt euch mal bitte den Rand. Was ist da los? Zusammen mit dieser Soße und der Beere. Das ist Hayabusa, Freunde. Aber vom Feinsten. Und wenn du den nicht probierst, den probiere ich safe. Mm. Mm. Gelato haben wir auch. Und diesmal richtiges Gelato. Und Coffee. Richtig gutes Vanilleeis. Wahnsinn. Gab es das selbst gemacht? Mhm. Also den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist das Verhältnis aus Masse zum Rand. Es dürfte ein bisschen mehr Masse sein oder dünnerer Rand. Aber abgesehen davon ist es krank. So, jetzt haben wir gut aufgeladen, Freunde. Eis, Miss Non, Schnitzel, Cheesecake. Ich platz gleich. Und wir können natürlich den Wien-Tag nicht beenden ohne, sag es, Käsekreiner. Ohne einen knackigen, fettigen, saftigen Käsekreiner zu vernichten. So, und direkt hinter der Oper, hier auf diesem Platz, vor der Albertina oder das Albertina oder wie auch immer man sagt, ist hier so ein famous Würstchenstand. Und dort werde ich mir jetzt einen dicken Käsekreiner reinladen, Freunde. Du auch? Zwei. Danke. 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 Käsekreiner. Schon Juice. Und ihr wisst hoffentlich, wieso der so heißt. Das Brot war schon voller Fett? Wurst-Juice. Hauen wir da mal rein. Ah. Sau heiß. Aber schauen wir, wie es da schon den Käse rausquetscht. Also eine Wurst gefüllt mit kleinen Käsebomben. Hm. Das gibt es aber in Deutschland schon auch. Nicht in dem Namen. Nicht? Das ist Wort. Ja, das wusste ich gar nicht. Also entschuldige mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich habe sowas noch nie in Deutschland gegessen. Ah. Also vielleicht gibt es mit Sicherheit einen Käsewürstel oder irgendwie sowas, aber so Käsekreiner ist auf jeden Fall, das gehört euch. Okay. Boah. Halt einfach nur fett. Ganz böse. Schau mal da rein. Mhm. Boah. Das sollte man schon mitnehmen, wenn man hierher kommt. Vielleicht noch einen Berg Kartoffelsalat dazu. Und ihr seid auf jeden Fall am Start. Mieses Ding. Und mit diesem geilen Käsekreiner beenden wir das Video heute. Die Wiener Food Tour ist zu Ende. Freut in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Sollen wir als nächstes Pizza-Wien machen, Burger-Wien, Sushi-Wien, Käsekreiner-Wien, Schnitzel-Wien, was auch immer ihr sehen wollt. Knallt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt stabil. Peace.